Schreiben und Gesundheit. Darum soll es heute gehen und natürlich auch um Schule. Zum Thema Schreiben an der Schule existieren ja heute weit gefächert, zugegebenermaßen oft schon mutige Meinungsbilder. In einigen skandinavischen Ländern wird schon seit 10 bis 20 Jahren eine reine Druckschrift vermittelt. Schreiben gerät zunehmend in den Hintergrund, auch im fremdsprachlichen Unterricht wird zunehmend funktional der Textsortenorientierung unterstellt, untergeordnet, aber vielleicht ist es nötigenfalls wichtig, dass wir das Schreiben mal auch aus der Perspektive der klinischen Psychologie betrachten und schauen, warum schreiben wir eigentlich? Welche messbaren Größen gibt es? Welche Größen sind auch gemessen worden? Und wie wirkt sich eigentlich welche Form von Schreiben auf das Individuum, in unserem Fall auch eben auf den Schüler aus? Und warum ist es eventuell sinnvoll schreiben zu lassen und wenn denn ja, was eigentlich? Darum soll es heute in der Folge gehen und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das interessiert. Bleiben Sie dran und weiter geht's nach dem Intro. Vorwegnehmen muss ich an dieser Stelle noch, dass ich auf dieses Thema eigentlich deshalb gestoßen bin, weil wir ja momentan in Chile an vielen Schulen einen neuen Katalog von aufeinander aufbauenden Lehrwerken wieder in unsere schulinternen Lehr- und Lernpläne integrieren. Und da musste ich mir natürlich notgedrungenerweise auch wieder die Entwicklung unserer Schreibaufgaben angucken und erstmal schauen, wie korrelieren die mit den neuen Lehrwerken und bin darüber dann eigentlich eher zufällig auch auf die, für mich persönlich zumindest interessante Frage gestoßen. Was lassen wir da eigentlich schreiben? Welche Textsorten lassen wir schreiben? Wie motivieren wir diese Schreibprozesse im Unterricht? Und was wünschen wir uns eigentlich auch von diesen Schreibprozessen? So bin ich darauf gestoßen und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und da bin ich auf einige interessante Sachen gestoßen und will eigentlich dieses Thema, diesen Sachverhalt hier gern in zwei Folgen teilen. Heute will ich versuchen, Ihnen relativ kurz, ich betone relativ, aber wirklich relativ kurz und stringent ein bisschen was zu der Praxis aus der klinischen Psychologie zu erzählen, was ich gefunden habe, was mich zum Teil auch überrascht hat, da einiges integrieren, tagesaktuelles integrieren, was sich gerade auf der gesellschaftlichen Ebene abspielt. Das wird nur einige wenige Minuten in Anspruch nehmen, ist aber durchaus interessant. Und in der kommenden Episode, die ich ganz gerne auch diese Woche dann noch machen möchte, da würde ich dann gerne ganz gezielt auf einige Ideen eingehen in Bezug auf Textsorten und Schreibaufgaben unserem Lehrplan, den wir jetzt also sozusagen entwickeln, entlang der Lehrwerke, die wir an der Schule ab dem kommenden Schuljahr integrieren möchten. Das heißt also sozusagen dann in der nächsten und abschließenden Episode ganz konkret schauen, was könnten wir auf Basis dessen, was wir heute hier kennenlernen und zusammen diskutieren, bestenfalls schreiben lassen, wie könnten wir das schreiben lassen und warum ist das eventuell sogar für die kognitive Entwicklung unserer Schüler und für ihren langfristigen Erfolg, ihren langfristigen Lebenserfolg sogar durchaus positiv zu betrachten. Gut, in diesem Sinne steige ich ein. Also wir wissen heute und wir kommen jetzt auch darauf, woher und in welcher Form das nachgewiesen worden ist und auch in welchen Teilaspekten das nachgewiesen worden ist. Wir wissen im Groben gesagt, dass das kognitiv bewusste Schreiben, also das bewusste Schreiben über traumatische Ereignisse oder über Unsicherheiten,
über Unsicherheiten, die in der Vergangenheit erlebt worden sind oder über Unsicherheiten, die man momentan hat oder auch über zukünftige Unsicherheiten, also über Unsicherheiten, die das Individuum in seiner, für seine Zukunft ausgemacht hat. Das hat also das bewusste Schreiben darüber, das hat verschiedene positive Auswirkungen psychologischer und physiologischer Natur. Das heißt, es ist nachgewiesen worden, dass das schriftliche Erzählen von traumatischen Ereignissen zum Beispiel die Gesundheit des Individuums positiv beeinflusst. Das Interessante ist, dass in den letzten Jahren auch nachgewiesen worden ist, dass das explizite Schreiben über die ideale Zukunft, über die als individuell ideal empfundene Zukunft, besseren Erfolg und eine bessere Prozessbewältigung, Lernbewältigung der Aufgaben nach sich zieht. Das heißt also, wer sich hinsetzt und explizit schriftlich reflektiert, wo er sich, wie er sich, als welche Person er sich als ideale Person in idealen Zuständen in der Zukunft sieht, der ist mittelfristig erfolgreicher. Da müssen wir schauen, wie sich das messen lässt und inwiefern er erfolgreicher ist. Gut, das vorangestellt. Es gibt also viele Studien, die das gemessen haben, vor allem auch gerade im Geschäftsbereich, also im Arbeitsleben, allerdings nicht ausschließlich, dass sozusagen das schriftliche Darlegen der Zukunft, auch das schriftliche Darlegen zum Beispiel von eigenen, von individuellen Zielen, die Produktivität und die Arbeitsleistung entscheidend positiv beeinflusst. Hier hat also das Schreiben eine Schlüsselfunktion für das Individuum. In der klinischen Psychologie wird dann immer betont, dass es wichtig ist, dass man hier relativ frei schreiben lässt. Wir würden das wahrscheinlich in der Didaktik in der Methodik, Entschuldigung, mein Tee, würden wir das wahrscheinlich als kreatives Schreiben bezeichnen, aus der Perspektive des Pädagogen, aus der Perspektive des oder des Sprachenlehrers. Ne? Erstmal das Schreiben lassen, ohne gleichzeitig den Prozess grammatischen und orthografischen Korrektur anzustrengen. Wissen wir, dann gab es Studien, die haben also festgestellt, dass wenn man Kontrollgruppen hat und man lässt zum Beispiel eine Kontrollgruppe über Dinge schreiben, die sie in ihrer Vergangenheit als sehr vereinnahmt und als sehr stressig, als sehr stark belastend empfunden hat. Und wenn man die vergleicht mit einer Kontrollgruppe, die genauso regelmäßig über also einfach triviale Lebensereignisse schreibt, dann wissen wir, dass die erstere Gruppe schon nach kurzer Zeit und in geraumer Zeit nach diesen Konsultationen, nach diesen regelmäßigen Schreibprozessen, signifikant weniger ärztliche Versorgung braucht, das heißt also Ärzteaufsucht und ein signifikant besseres Immunsystem, stabileres Immunsystem aufweist. Da gibt es natürlich sicherlich einen Zusammenhang. Und langfristig psychologisch wesentlich stabiler ist in ihrer psychologischen Gesundheit. Dazu wurden unterschiedlichste Studien gemacht in den letzten 20 Jahren, 20 bis 30 Jahren, unzählige Studien, die das alles in verschiedenen Environments, wie würden wir das sagen, in verschiedenen Umgebungen gemessen hat.
Unter anderem, was auch interessant ist, ist zum Beispiel festgestellt worden, dass diejenigen Gruppen, die regelmäßig schriftlich reflektieren, wesentlich schneller wieder in Arbeitsverhältnissen landen, wenn sie ihre Arbeitsstelle, aus welchem Grund auch immer, kürzlich vorher verloren hatten. Außerdem, auch interessant, ist nachgewiesen worden, dass zum Beispiel im Bildungsbereich, und da sind wir ja wieder näher bei uns an der Schule, hier geht es dann aber in den Studien um den akademischen Bildungsbereich, also um höhere Bildung, dass die Studenten, die also dies gemacht hatten, das schriftliche Reflektieren geübt hatten, in regelmäßigen Abständen, wesentlich bessere, also signifikant bessere akademische Resultate erzielt haben. Das Gleiche ist auch nachgewiesen worden, zum Beispiel bei der Erhöhung des Arbeitsgedächtnisses, ja, in verschiedenen Studien mit Kontrollgruppen. Und das wurde unter anderem auch darauf zurückgeführt, dass in den kommenden Prüfungssituationen, die dann die regelmäßigen Schreibprozesse begleitet haben, also messbare Angstgefühle und verschiedene Faktoren, die sozusagen in der klinischen Psychologie der Depression zugeordnet werden, wesentlich minimiert worden sind. Das ist tatsächlich in so vielen Studien nachgewiesen worden in den letzten 2 Jahrzehnten und vor allem darüber hinaus in verschiedenen Kulturkreisen, in verschiedenen Völkern weltweit nachgewiesen worden, was man heute eigentlich in der klinischen klinischen Psychologie davon ausgeht, dass also diese Ergebnisse robust sind. Die halten also Stand. Jetzt geht's weiter, dass auch Leute, und zwar gibt es da eine Laura King, ich werde mal versuchen, einige von den Arbeiten, die es da gibt, auch in dem zu der Episode zugehörigen Blogpost auf www.dschinepodcast.cl zu verlinken, dass sie sich da selbst noch ein bisschen informieren können. Einige Leute dann, wie gesagt, besagte Laura King zum Beispiel, untersucht hat, wie verhält sich das eigentlich beim Schreiben über Lebensziele und Ideale im Vergleich zum Schreiben über traumatische Ereignisse in der Vergangenheit. Und das hat sie so gemacht, dass sie also einmal eine Gruppe, also eine Kontrollgruppe wieder über triviale Dinge geschrieben hat. Eine Kontrollgruppe hat traumatische Ereignisse der Vergangenheit geschrieben und eine Kontrollgruppe hat über ihre Tagespläne und ihre Tagesziele geschrieben. Es gab keine Kontrollgruppe, die über triviale Sachen geschrieben hat. Entschuldigung, es gab eine Kontrollgruppe, die hat über ihre Tagespläne geschrieben und eine Kontrollgruppe, die über ihre Lebensziele und Ideale geschrieben hat. Und was sie daraus gefunden hat, ist, dass die Leute, die über ihr ideales Ich geschrieben haben, und über ihre ideale Lebensentwicklung in Bezug auf ihre nächstliegenden Lebensziele haben auch in verschiedenen Faktoren, mit denen also das psychologische Gesundheit gemessen wird, zum Beispiel persönliche Glücklichkeit, Zufriedenheit, ne, mit dem eigenen Leben, dass sie dort wesentlich, also signifikant besser abgeschnitten haben. Was können wir noch sagen? Dann gab es noch andere, die darauf aufgebaut haben und die haben also auch nachgewiesen, dass das regelmäßige Schreiben über Lebensziele und über ideale Zustände, über Wünsche, darüber, wo man sich ja in der Zukunft in Bezug auf bestimmte Aspekte selbst sieht, dass das sozusagen ein kohärentes Narrativ schafft.
kohärentes Motiv über das eigene Ich-Sein, über das eigene Leben. Hier ist auch interessant, dass in dem Zuge dann festgestellt worden ist, dass also sozusagen in der Konsequenz in Bezug auf die Kontrollgruppen also zunehmend Stresssymptome abgeflaut sind, Depressionssysteme abgeflaut sind, dass auch festgestellt worden ist, dass Leute, die regelmäßig schreiben, in dem Sinne, in dem wir es jetzt praktisch besprechen, organisierte, strukturierte Erinnerungen herausbilden, die sozusagen positiven Einfluss haben auf die Bindungen in ihrem sozialen Leben, sowohl in der Gegenwart als auch dann in ihrer Zukunft. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten. Es geht dann darum, dass das dann in die vor allem in der klinischen Psychologie, vor allem in Bezug auf Zielsetzung des Individuums auch untersucht worden ist. Und da wurden also viele Studien gemacht mit Menschen, die einen geliebten Mitmenschen verloren hatten und so weiter und so fort. Oder auch eine Studie aus Finnland ist da interessant, da kann ich die Namen leider nicht wirklich aussprechen, packe ich Ihnen in den besagten Blogpost zu der Episode. Das sind zwei Finnen, die das gemacht haben, Elo Vainio und Kivimäki. Achtung, die sind wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen. Sie wissen, Finnisch ist eine schwere Sprache. Und die haben sich also Kontrollgruppen von eine Gruppe von finnischen Krankenschwestern mit verschiedenen Kontrollgruppen angeguckt. Und die haben dann sozusagen festgestellt, dass je besser also die Probanden also auch ihre eigenen Ziele niederlegen konnten, schriftlich, und wenn sie das eben gemacht haben, über die Zeit hinweg, dann wurde der gefühlte Stress demzufolge immer kleiner. Und das hatte eine wesentlich bessere Arbeitsleistung bei einem wesentlich besseren Gefühl der individuellen Ausgeglichenheit zur Folge. Also hier hat Schreiben scheinbar auch, eine große Bedeutung. Was ist da noch ausgearbeitet worden? Hier habe ich mir jetzt nur ein paar Sachen angestrichen, die ich interessant fand. Also es gibt scheinbar ein lineares positives Verhältnis zwischen der Schwierigkeit von Zielen, die dargelegt werden, und der Leistung, die nach den Schreibprozessen möglich ist. Ne? Das heißt also, wenn ich mir ein schwieriges Ziel schriftlich darlege und mir das auseinanderschreibe, also ne, sozusagen mich dort ausdrücke und es mir klarer wird, dann steigt hinterher eben auch entsprechend die Performance. Andere Sachen sind, dass auch festgestellt worden ist, das ist jetzt interessant, vielleicht wieder, wenn man es aus der Perspektive des Lehrers und aus dem Klassenraum betrachtet, dass also andere Faktoren, wie zum Beispiel Wettbewerb unter Schülern oder Feedback, das ist ja ein wesentlicher Punkt eigentlich, ne, im Bereich des Lehrens und Lernens, im Bereich des gemeinsamen Lernens, oder auch die Partizipation des Individuums in Entscheidungsprozessen, die hat eigentlich die Performance nicht signifikant beeinflusst. Also sie hat sie nur signifikant beeinflusst, indem sie also sozusagen die spezifischen und schwierigen Ziele darlegen konnten. Aber entscheidender war am Ende doch,
einfach der Prozess des schriftlichen Darlegens. Dann geht's weiter. Dann gab's einen Sprung. Dann wurde also, ja, dann wurde hier und da das in ganz verschiedenen Bereichen untersucht. Ich habe schon erwähnt, im Arbeitsgedächtnis wurde das auch nachgewiesen, dass sich das Arbeitsgedächtnis effizienter ausgestaltet, wenn man regelmäßig Sachen schriftlich darlegt. Aber es ist auch nachgewiesen worden beim mathematischen Denken und auch bei Untersuchungen zur Reaktionszeit. Was auch nachgewiesen worden ist, dass der regelmäßig schriftlich Sachen darlegt, zu seinem eigenen Fortkommen, zu seinen eigenen Zielen, der sich in die schriftlich in die Perspektive hineinlegt, wo er sich selbst in der Zukunft sieht, welche Ziele er definiert, entwickelt ein vertieftes strategisches Denken. Das war so, dass man das auch untersucht hat an Universitäten. Da hat man also einmal Studenten gefragt oder gebeten, sich vorzustellen, dass sie also sozusagen in den kommenden Prüfungen gut abschneiden. Und andere, eine Kontrollgruppe, hat man also gefragt oder gebeten, dass sie sich vorstellen, eine gute Zensur, eine gute Beurteilung zu bekommen. Und dann hat man diese Probanden also sozusagen die Inhalte dessen, was sie sich dann eben vorgestellt hatten, aufschreiben lassen. Und da hat man auch wieder herausgefunden, dass die Studenten, die also in der Simulierung des Prozesses, ja, wesentlich besser abgeschnitten hatten in dem Test, als die, die sich einfach nur das positive Outcome, also die Note an sich, vorgestellt hatten. Das schreibt man dann eben in der jetzt entsprechend beschriebenen Studie sozusagen einfach der Causa zu, dass man sagt, dass die halt sich nicht nur das Outcome vorgestellt haben, nicht nur die Beurteilung in Form einer Note, sondern die sich eben vorgestellt haben, wie sie also eben durch diese komplette Prüfungszeit hin, die jetzt kommt, sozusagen gut abschneiden, dass die halt eben sich den besseren Lernplan gemacht hatten und sozusagen auch besser als Lerngruppe zusammenarbeiten konnten und eben auch die Prüfungsangst signifikant, also das war Messbarheit, signifikant messbar, auch die Prüfungsangst dieser Gruppe signifikant abgenommen hat, im Gegensatz wieder zu der anderen Gruppe, die einfach nur an die entsprechende einzelne gute bis sehr gute oder eben an ihre Wunschnote gedacht hat. Ja, Entschuldigung. Ich muss ein bisschen Tee trinken, weil meine Stimme heute nicht so gut ist. Ja, also wir können an der Stelle eigentlich zusammenfassen, dass sich also die Forschung hier im Bereich Schreiben und Gesundheit jetzt schon ganz sicher sein kann und darf, dass sozusagen, und das ist jetzt, lehne ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster, es klingt nur mutig und interessant, also dass das Fantasieren über eine Wunschzukunft, ja, im Vergleich zur Gegenwart des Individuums, die natürlich als wesentliche Herausforderung, als nicht unbedingt die Ideale, ne, der Idealzustand gekennzeichnet ist, in der Lage ist, zukünftige Erlebnisse, zukünftige
Erfolge einfach mit positivem Affekt zu belegen. Ne? Und als positiv zu verbuchen, im Sinne, dass man die eben auch dem individuellen Erfolg zuschreibt. Ich bin natürlich jetzt immer kein Experte und ich erzähle Ihnen das als jemand, der sich die Sachen anliest und sich die Sachen anschaut und versucht zu verstehen, was sie vielleicht auch für die eigene Arbeit bedeuten. Aber das Interessante, was ich hier sehe, und damit bewege ich mich jetzt sicherlich auf wissenschaftlich sehr dünnem Eis, aber es ist natürlich auch ein bisschen wie die gemessene Bestätigung, ja, wie die Vermessung der Self-Fulfilling Prophecy. Ja, also warum die Vermessung der Self-Fulfilling Prophecy? Weil, und das ist ja das Interessante, aber wenn ich mein Leben vor mich hin lebe und nicht schreibe, also Schreiben überhaupt nicht mehr als formativen Prozess erleben kann, weil ich es nicht tue, dann fällt es mir schwerer, die positiven Rückmeldungen, die ich in einzelnen Arbeitsschritten bekomme, die einzelnen positiven Erlebnisse, die ich erlebe, irgendwie meinem eigenen Erfolg zuzuschreiben. Vice versa, wenn ich schriftlich reflektiere, wenn ich meine Idealzustände in Form von Zielen, in Form von Gedanken, ja, in auf Papier bringe und mich dabei selbst entschlüssele, dann kann ich die zukünftig positiven Rückmeldungen, die positiven Erlebnisse, meine Erfolge, meine Teilerfolge auch verstärkt diesem einst dargelegten und mentalisierten Plan zugrunde liegen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier verständlich ausgedrückt habe, aber ich glaube, wir verstehen uns schon. Ne? Also das ist ein bisschen, für mich ist das ein bisschen wie die Vermessung der Self-Fulfilling Prophecy. Es ist und bleibt aber interessant, dass ganz offensichtlich in der klinischen Psychologie so nachweisbar ist. Und wir dürfen nicht vergessen, ne, dass hier mit mit validierten Tests gearbeitet wird, mit Kontrollgruppen gearbeitet wird, mit Messgrößen gearbeitet wird. Gut, das lasse ich weg, das ist nicht so interessant, ich will es auch nicht zu lang machen. Es gibt durchaus namhafte Forscher in der klinischen Psychologie, die heute sagen, dass es erwiesen ist, die es als erwiesen erachten, dass also ergebnisorientiertes Denken und Verhalten, also sozusagen, ich kann meine Erfolge, meine Ergebnisse, meinen Plan, meinen Zielen zuschreiben. Ich weiß klar, wie ich mich verhalten muss, um zu meinen Lebenszielen zu kommen, dass das ganz stark gekoppelt ist und sehr nützlich ist in den Zeiten von, also sozusagen, eben emotionaler Verwirrung. Oder von emotionalem Stress des Individuums. Und was ich auch interessant fand, das habe ich mir hier noch notiert, jetzt muss ich ganz kurz gucken, auch aus der Biochemie sind dann Sachen durchgesickert. Die Biochemie, ne, steht ja nicht mehr so weit fern heute, ne? Also auch der klinische Psychologie, Biochemie, Neurologie, ne? Das sind alles Felder heute, die stark verzahnt sind, die stark ineinander greifen. Wir wissen heute auch,
dass die positive, das positive Gefühl, das wir als Individuum spüren können, also sozusagen positive Emotionen, sind im Wesentlichen gerade die Konsequenz dieses Dopamin, dieses Neurotransmitters, ne, der im, der praktisch ausgelöst wird im Gehirn. Und wir wissen, dass wir darauf reagieren, also auf für uns für das für uns individuell sich erschließende Beweise, dass wir einen zufriedenstellenden Schritt in die richtige Richtung machen, dass wir uns also auf einem Lebensweg befinden, auf einer Lebensetappe, dass wir die für uns individuell als wünschenswert erachteten Ziele erreichen, dass wir also so praktisch auf diese Ereignisse, auf diese Erfolgsrückmeldung auch reagieren. Das würde für mich im Umkehrschluss auch wieder heißen, dass das regelmäßige Schreiben, dass das freie Schreiben, das kreative Schreiben, das Schreiben über meine Pläne, über meine Ziele, über das, was ich gerne wäre, über das, was ich gerne hätte, darüber, wie ich gern anders sein wollen würde, um etwas zu erreichen, dass mir das wiederum auch hilft dann in im entscheidenden Moment, ne, in meinem Körpersystem die entsprechenden Neurotransmitter, die entsprechenden, ich sag mal anders, die entsprechenden biochemischen Prozesse in Gang zu setzen, um mich gut zu fühlen, um meinen Erfolg nicht als Zufall oder überhaupt nicht zu begreifen, sondern auch gerade um dann eben kleine Erfolge linear immer mehr mir als Puzzle in meinem Leben als große Erfolge zurechtlegen zu können und darüber eben erfolgreich zu sein. Das, so würde ich mir das auch erklären. Das ist definitiv interessant, wenn es ums Schreiben und um die um die mentale Gesundheit geht. Was auch in der klinischen Psychologie sehr gut untersucht worden ist bereits, und das denke ich mal überrascht uns als Lehrer jetzt wahrscheinlich weniger. Aber es ist gut, sich das nochmal vor Augen, beziehungsweise in unserem Fall vor die Ohren zu führen, dass auch nachgewiesen worden ist in klinischen Studien, dass also die selbstdefinierten intrinsischen Ziele, und das ist ja das, was man über den Schreibprozess, ne, über den regelmäßigen Schreibprozess dann eben auslöst, wenn ich mich hinsetze, ne, und über meine Gefühlszustände, über meine Ziele, über das, was ich sein will, wie ich mich ideal sehe und wann, dass sozusagen diese selbstdefinierten intrinsischen Ziele wesentlich effektiver sind im Zuge der Zeit als die extern definierten Ziele, ne? Die über negative Emotionen erzeugt würden. Also zum Beispiel, ne, Druck jetzt, Druck von den Eltern oder ich sag mal vielleicht Schuldgefühle, ja, oder sowas. Also, und da, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man das garantiert als Lehrer eigentlich so auch unterschreiben. Es gibt da noch ein paar andere Studien, die will ich jetzt aber eigentlich weglassen, weil ich glaube, jetzt schon ein bisschen was so dazu erzählt habe. Das soll ja nur Lust haben, vielleicht dann auch sich mal zu fragen, was das für unsere Schreibaufgaben bedeutet in den Lernplänen. Es ist interessant, ich glaube, die wesentliche Konsequenz, die die klinische Psychologie gerade auch
aus der Verbindung von Biochemie und den klinischen Studien über zum Schreiben jetzt speziell gezogen hat, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Also wenn ein Individuum seine Ziele nicht gut definiert, wenn es sie nicht irgendwie niederlegt, und hier kommt dann eben der, ne, der Schreibprozess auch als Niederlegen ins Spiel, dann ist es kompliziert oder komplizierter, signifikant komplizierter, schwieriger für das Individuum, also Hoffnung zu entwickeln, Interesse zu entwickeln und sich mit Lebensproblemen intensiv und lösungsorientiert auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich es, glaube ich, schön gesagt. Das ist nämlich jetzt eigentlich mein Gedanke, aber der spielt hier auch mit rein in ein Outcome hier, was ich hier von einer Studie auch gerade in der Hand halte. Das habe ich mir nämlich mal ausgedruckt. Also das findet man immer wieder. Das sagen auch weltweit momentan wirklich führende klinische Psychologen. Je besser die Ziele definiert sind, je besser ich meine Ziele definiere, je besser ich meine Ziele reflektiere, desto mehr bleibe ich am Ball. So können wir es vielleicht sagen. Ja? Also schreiben, um am Ball zu bleiben. wir haben ja im Deutschen dieses schöne Lied schon, wer schreibt, der bleibt. Das ist aber natürlich auf einen ganz anderen Zusammenhang jetzt gemünzt. Als ich daran denken musste, musste ich auch ein bisschen an den momentanen Hiatus denken in Bezug auf soziale Netzwerke. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ist ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit diese Whistleblowerin, wie heißt sie? Frances Haugen, glaube ich. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, aber geben Sie bei Google mal ein Whistleblower Facebook. Da finden Sie ganz viele interessante Artikel im Internet. Können Sie sich selbst ein gesundes Bild machen, was Sie davon halten. Ich musste nur eben daran denken, ne, weil Frances Haugen, also eine Softwareentwicklerin, ja, und ich glaube, also sehr renommiert, hat bei Google an der Erstellung von diversen Algorithmen mitgearbeitet. Ne? Und jetzt in den letzten Jahren war sie bei Facebook aktiv. Ich glaube, in der Entwicklung von Facebook-Gruppen und in der Analyse von Facebook-Gruppen auf internationaler Ebene, im kulturellen Vergleich. Aber das will ich nicht so viel dazu sagen, weil da bin ich kein Experte. Lesen Sie sich das bitte selbst an. Das ist unheimlich interessant. Hat sie da Dokumente geleakt. Ja, das heißt also diverse interne Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht, die also kein gutes Licht auf die Auswirkungen von dem Konsum sozialer Netzwerke, insbesondere durch Kinder werfen. Wenn ich jetzt böse sein würde, würde ich sagen, nichts, was wir nicht schon vorher gewusst haben, aber es geht doch also wesentlich mehr ins Detail, und da kann einem schon Himmelangst und Bange werden, wenn man darüber liest und sich das anhört und darüber nachdenkt. Schauen Sie sich das mal an. Da ist mir aber ein Zitat von ihr, ich kann es jetzt nicht als Zitat wiedergeben, aber eine Sache, die ich da irgendwo von ihr gelesen habe, was sie jetzt vor kurzem auch vor der britischen Regierung, also da gab es irgendwie ein Hearing, eine Anhörung vor der US-amerikanischen Regierung, und jetzt gab es auch irgendwie eine Anhörung vor der britischen Regierung, wo sie praktisch gemacht hat, also so Consumers, also vor allem, sozusagen, dass also vor allem die minderjährigen Konsumenten und die Kinder von sozialen Netzwerken eben nachweislich sich als unfähig fühlen, von einem Service sozusagen, von einer App die Finger zu lassen, die sie unglücklich macht.
So hat sie das ausgedrückt. Und sie meinte, sie hält es für absolut unmöglich, dass zum Beispiel jemals eine Applikation wie Instagram, da ging es speziell um Instagram, überhaupt denkbar wäre, überhaupt benutzbar wäre durch 14-Jährige und weniger aber noch für Kinder ab 10 Jahre. Das sollte uns zu denken geben. Und wieso komme ich darauf jetzt in dem Zusammenhang? Weil wir hier oben gerade darüber gesprochen haben, es ist wichtig, dass in dem Moment, in dem also ich Dinge erreiche, Erfolgserlebnisse habe, in dem Moment, wo mein Gehirn also Dopamin ausstößt, ist es eben wichtig, dass ich das zuschreiben kann als meinen eigenen Erfolg, dass ich das ablegen kann, dass ich das verbuchen kann, dass ich das als Schritt in eine Richtung verbuchen kann, die mich zu einem Ziel bringt, das ich vorher mir mal aufgeschlüsselt habe. Dass ich jetzt meinen Weg erkannt habe, ne? Dass ich sozusagen für mich als Betterment, wie würde man das auf Deutsch sagen, ne? Also dass ich für mich praktisch im Verbesserungsprozess als wünschenswert erachtet habe. Ja, also dass hier eben ja im Prinzip die klinische Psychologie nachgewiesen hat, dass Leute, die das machen können, sozusagen wesentlich besser sind, hoffnungsvoll zu sein, wesentlich besser darin sind, interessiert zu bleiben, am Ball zu bleiben und sozusagen auf ihre Ziele hinarbeiten. Und wenn wir das jetzt im Rückschritt nochmal auch so begreifen und uns jetzt nochmal kurz angucken, das müssen Sie aber selbst mal machen, da will ich nicht in der Tiefe hier drauf eingehen, was die Frances Haugen da ans Tageslicht gebracht hat, dann ist ja die Frage, was haben wir denn heute eigentlich für eine Situation? Wir haben, wir hängen an diesen kleinen Kisten, wir sehen unsere Jugendlichen zum Teil illustre Prozentteile des Tages ständig mit dem Daumen auf Instagram von unten nach oben scrollen. Was kriegen sie da? Ne? Also das System dieser Netzwerke ist, ich poste einen Schein, ja, und ich messe mich am Schein der anderen. Es geht ja nie um das Sein. Es geht um den Schein. Und ich will das jetzt hier relativ unkommentiert stehen lassen. Aber ich denke, da, je mehr man sich über diese Wichtigkeit der Schreibprozesse aus Perspektive der klinischen Psychologie auch Gedanken macht, was dort eigentlich passiert und wieso das eventuell für was wichtig ist, umso mehr merkt man eigentlich, wenn man kritisch nachdenkt, wie viel mentale Gesundheit einem durch soziale Netzwerke eigentlich geraubt und vorenthalten wird. Und das ist eigentlich schon kriminell. Gut, das ist eine Ansichtssache und muss jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise auch für seine eigenen Kinder entscheiden. Aber ich will dazu nicht mehr so viel sagen, aber schauen Sie sich mal an. Axel Kaiser hat dazu vor kurzem hier, gerade wenn es um Chile geht, viele der Zuhörer hier auf dem Podcast, weiß ich, sprechen muttersprachlich Spanisch oder sind des Spanischen sehr gut mächtig. Hören Sie sich mal eine der letzten 10 Folgen von Axel Kaiser auf seinem Podcast zu dem Thema an. Schauen Sie sich an, Selbstmordraten unter jungen Mädchen und Social Network Konsumentinnen und so weiter und so fort. Axel Kaiser geht darauf wesentlich gezielter ein und ich muss nicht das wiederholen, was Axel Kaiser schon gemacht hat. Aber bleiben Sie da am Ball, es lohnt sich. Gut, also Konklusion für heute, weil ich will es ja relativ kurz halten und ich glaube, es ist mir schon wieder nicht gelungen. Aber
was wollten wir machen in der Folge? Was wollte ich Ihnen bieten? Ich wollte mal schauen, Schreiben und Gesundheit. Wie hängt das zusammen? Ist Schreiben überflüssig geworden? Können wir heute alles schnell in den Computer tippen? Reicht es aus, wenn wir heute unsere sporadischen 2- bis 3-Zeiler auf WhatsApp teilen? Ist Schreiben obsolet? Kann ein reiner, fremdsprachlich, mündlich orientierter Unterricht dazu beitragen, alle Kinder aktiv in den sprachproduktiven Teil reinzuholen, dass sie mitmachen wollen, dass sie sprechen wollen, dass sie Ideen austauschen wollen. Warum funktionieren auch im DAF-Unterricht, im EFL-Unterricht, also auch im fremdsprachlichen Englischunterricht, warum funktionieren gerade Kinder sprachlich aufgeschlossener, wenn es um spielerische Lernansätze geht? Oder wenn es darum geht, sich selbst auch in den Vordergrund zu stellen, was ich gemacht habe, was ich geschafft habe? Ich glaube nur partiell, aber partiell haben wir heute hier schon eine kleine Antwort gegeben, indem wir uns hier mal die Ergebnisse aus der klinischen Psychologie zum Thema Schreiben angeguckt haben. Was stehen bleibt, und das vielleicht noch als Konklusion, weil ich finde es irgendwie wichtig, hier diese Episode jetzt noch mit einer ganz dringenden Konklusion abzuschließen. Also, das Schreiben über gefühlte Unsicherheit im Leben, mögen sie in der Vergangenheit liegen, in der Gegenwart bestehen oder für die Zukunft gesehen werden, hat mehrere Vorteile. Und zwar für die psychologische Gesundheit, für die physische Gesundheit, für die kognitiven Fähigkeiten und tatsächlich auch für die Leistung in verschiedenen Prüfungssituationen. Das ist bewiesen. Die Leute, die regelmäßig ihre Sachen zu Papier bringen, über ihre Gefühlsmomente zu den besagten Aspekten, schneiden auch in Bildungsergebnissen besser ab. Hierzu gab es auch eine Studie. Ich glaube, googeln Sie das mal. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war an der Universität in Rotterdam, wo man diese Schreibprozesse auch in Studien integriert hat und wo man so die Dropout-Rates wesentlich minimiert hat und wo man auch die akademischen Leistungen der unterperformenden jungen, also männlichen Studenten wesentlich stärker wieder an die mittlere Leistung aller, das heißt also eben auch an die Leistung in dem Fall jetzt signifikant verglichen an die Leistung der Mädchen heranführen konnte. Das ist noch gar nicht so lange her. Die Studie ist noch keine 10 Jahre alt, glaube ich. Da müssen Sie mal gucken. Ich packe Ihnen das in den Blogpost, in den zur Episode dazugehörigen Blogpost rein auf www.dschielepodcast.cl. Was wollen wir noch sagen in der Konklusion? Das Schreiben über spezifische individuelle Ziele und Idealzustände, Sachen, die man erreichen will, hilft offensichtlich dabei, das ist nachgewiesen, auch Aufgaben zu meistern, Aufgaben signifikant besser zu meistern, die man vorher so noch nicht gestellt bekommen hat und so vorher auch noch nicht bearbeitet hat. Dasselbe ist auch im Unternehmensbereich nachgewiesen worden. Das ist also auch festgestellt worden bei zum Beispiel im Managementbereich oder im Gesundheitswesen gab es da Studien, habe ich schon erzählt.
Es wird angenommen, und das, da beziehe ich mich jetzt wieder hier auf ein Resumen, was ich gefunden habe, worüber ich auch nachgedacht habe, und zwar ein Text von, vielleicht kennen Sie den, Jordan Peterson. Das ist ja mittlerweile, ich finde, das ist ein ganz fantastischer klinischer Psychologe. Ich mag seine Bücher. Er ist nicht immer unumstritten. Man könnte auch sagen, er ist umstritten. Allerdings ist er nicht umstritten in der klinischen Psychologie. Ja, er gilt als eine der Koryphäen weltweit auf seinem Fachgebiet. Ich will mal vorlesen, was er hier schreibt. Achtung, also Zitat, das muss ich mir nicht selbst abbringen. Man darf auch mal zitieren, wenn es passt. Also er schreibt, it appears possible that writing, which is a formalized form of thinking, helps people derive information from their experiences that helps them guide their perceptions, actions, thoughts and emotions in the present. Drawing specific causal conclusions about life's important events, may also help reduce the burden of uncertainty and threat that may remain active emotionally even years after a traumatic event occurred. Clarifying purpose and meaning into the future helps improve positive emotion, which is associated with movement towards important goals, and reduces threat, which is associated with uncertainty and doubt, and which may be experienced as hopelessness, despair and lack of meaning. Ja, ein bisschen Denglisch, Entschuldigung, aber ich habe schon lange kein Englisch mehr ausgesprochen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist, finde ich, fast ein schönes Schlusszitat für die Folge, nur dass ich nochmal den Bogen gern jetzt noch zum Unterricht machen will. Ich denke, es ist ganz wichtig, da liegt eine enorme Chance, wenn wir unsere Kinder besser auf die Universitäten vorbereiten wollten. Und wir wissen, das ist heute ein großes Problem. Wir wissen, dass heute immer mehr Leistungsaufbau in den ersten Jahren der Universität passieren muss und signifikant weniger Leistungsaufbau in der Oberstufe der Schule passiert. Und wir schreiben das vielen Faktoren zu, die wir immer schnell aus unseren Zauberkasten ziehen. Mangelnde Fürsorge im Elternhaus, Sozialverwahrlosung, schlechte Qualität der Lehrerausbildung, Einflüsse der Technologie, meist natürlich dann die negativen, die packen wir aus, wenn es uns entschuldet, ne? Und wenn es uns aber zugutekommt, ne? Dann holen wir sie wieder gottgleich, ne? dann zaubern wir sie auf einmal ans andere Ende des Spektrums, ans andere Ende der moralischen Messlatte, ne? Aber so funktioniert es nicht. Und ich glaube, individuell ist uns das allen klar. So funktioniert es nicht. Die Gründe müssen komplexer sein und sind sicherlich auch nicht nur im Schreiben zu suchen. Aber, und das ist der Grund, warum ich auch diese zwei Folgen hier machen will. Aber ich denke, wir können nicht negieren, dass Schreiben in relativ sehr kurzer Zeit sehr vernachlässigt worden ist an der Schule. Sehr vernachlässigt worden ist. Es wird immer weniger geschrieben. Wir müssen ehrlich sein. Gucken wir uns die Hefte an den Schulen an. Ne? Die sind immer Lehrer. Die sind von Schuljahr zu Schuljahr Lehrer. Ne? Ich habe so oft Hefte in der Hand von Fächern, wo ich mich frage, hat da mal was an der Tafel gestanden? Warum steht da nichts drin? Warum hat der Schüler da nichts formuliert? Ne? Es geht ja nicht immer nur darum, man muss ja nicht immer nur eine Tabelle abmalen oder eine PowerPoint abmalen. Ne? Also so, das ist jetzt ein bisschen fies, ein bisschen gemein gesagt. Ja, Sie wissen, ich übertreibe manchmal, wenn mich regelmäßig hört. Ne? Darum geht es nicht. Aber das ist eine Sache, der müssen wir uns stellen. Es wird immer weniger geschrieben. So, und B, wenn wir aber wissen,
was wir hier heute uns angeschaut haben, wenn wir aus der klinischen Psychologie wissen, dass das Schreiben methodisch sinnvoll ist, besonders wenn es die persönlichen Aspekte betrachtet, des wie sehe ich mich, wo sehe ich mich in Eckes Zeit, was ist meine ideale Vorstellung von mir in Bezug auf Aspekt X und Y, ja? Wenn wir wissen, dass dieses Schreiben klinisch-psychologisch positive Effekte hat auf den, auf das Lernverhalten, auf das Ganzheitliche, auf den mentalen Zustand, auf die mentale, auf die psychologische Stabilität, auf das, auf die Zielsetzung, auf die individuelle Zielsetzung, auf das Erkennen des eigenen Tuns als entlang einer Erfolgsachse, dann wäre es doch ganz unbedingt zu überlegen, zwei Sachen. A, ob wir nicht das Schreiben generell an der Schule wieder dediziert nach vorn holen. Ja, natürlich nicht schreiben um des Schreibens willen. Und deswegen möchte ich ja ganz gern hier noch eine zweite Episode machen, die an diese hier anschließen und diese praktisch komplettieren soll. Allerdings das Schreiben definitiv zielgerichtet an den Lerninhalten und entsprechende Erkenntnisse, die wir hier vor uns zu liegen haben, ausgerichtet wieder nach vorne holen. Und andererseits, wie wir B, das vielleicht auch im fremdsprachlichen Unterricht, wie wir das im Fremdsprachenunterricht positiv nutzen können. Wie wir diese Erkenntnisse, über die wir heute gesprochen haben, wie wir die auf positive Art und Weise in unseren, auch in unseren DAF-Unterricht holen können. Entschuldigung, ist schon ein bisschen spät heute. Ja, mit diesen zwei letzten Fragen und zugegebenermaßen sehr unvollständigen Gedanken, aber sicherlich nicht uninteressant, meiner bescheidenen Meinung nach, will ich Sie auch entlassen. Ich will mich herzlich bedanken, wenn Sie dran geblieben sind, wenn Sie sich das zu Ende angehört haben. In der kommenden Folge, die ich, glaube ich, spätestens am Freitag oder am Samstag auf www.dschilepodcast.cl veröffentlicht haben werde, soll es dann darum gehen, wie ich aus dem, was ich hier zusammengelesen habe, etwas anbieten würde oder etwas konkret machen will mit den Lernaufgaben entlang der Lernwerke, die wir hier in Chile in den Vordergrund holen wollen, zumindest an einigen, nicht wenigen Schulen, deutschen Schulen hier in Chile. Das sind, für die, die jetzt zuhören und da nicht im Bilde sind, das sind also Hallo Anna 1 und Hallo Anna 2 von Klett und die Deutschprofis A1 Band 1, A1 Band 2 und die Deutschprofis A2, die Deutschprofis A2. Da gibt's keine zwei Bände. Und die Deutschprofis B1 natürlich auch, ne? Bis zum Abschluss der von der ersten Klasse bis zum Abschluss der 9. Klasse, wo in der Regel hier in Chile Abschluss der 9. Klasse das Sprachdiplom 1 dann abgelegt wird. Ja, was können wir daraus machen, aus diesen Erkenntnissen? Wie kriegen wir die in auch kreative Schreibprozesse, in kreative Schreibaufgaben hinein? Und wie könnten wir da was tun, dass wir aus der Perspektive der klinischen Psychologie unseren Schülern mehr Sicherheit und auch einen gewissen zusätzlichen Aspekt von sicherer Lebensentfaltung mit auf den Weg geben. Da muss es Möglichkeiten geben. Zumindest denke ich, ist es nicht verloren, sich da Gedanken zu machen und von Anfang an zu experimentieren, in dem Sinne, das zu versuchen, irgendwie das konkret auch in die Aufgaben an der Schule einfließen zu lassen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind.
da wir immer noch ganz frisch im neuen Jahr sind und Sie vielleicht nicht meine letzten zwei Episoden gehört haben, Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg, alles, was Sie sich selbst wünschen für das jetzt angefangene und kommende Jahr 2022. Ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören, und Ihnen beste Grüße aus Chile.